Es geht weiter mit Assassin's Creed 3. Auf den Spuren der Zeit unserer Vorfahren sind wir immer noch in Boston angelangt und irgendwie versuche ich mich gerade zu orientieren, wo wir überhaupt sind, beziehungsweise wo es überhaupt weitergeht. Okay, da haben wir immer noch britische Soldaten, die uns irgendwie, naja, nicht so sehr gesonnen sind. Okay. Geh mal sind aus dem Weg, nicht wahr? Da haben wir ein Stück Papier, das durch die Luft segelt. Sehr eindrucksvoll. Almanache, was jagen Sie der Almanachseite in dir, um sie einzusammeln? Sollte ich das machen? Toll. Nee, eine andere Person. Ah, halt, meinen Taschendiebstahl Taschendiebstahl wohl eher auszuführen. Ja, gut, schön. Toll. Seite, wo bist du hin? Hallo, Seite. Servus, Leute. Na, wie geht's? Ihr seid sehr gesprächig, wie ich sehe. Na gut. Ihr nehmt das ein, nicht wahr? Was die Almanachenseite ist verloren. Kehrt später zurück, um sie wiederzufinden. Ja, ist ja super. Okay. Machen wir halt weiter, nicht wahr? Und zwar hier ins Spielhaus. WTF. Hast du was zu sagen? Nö. Gut, gehen wir also rein. Freunde finden ist leicht. Oha. Ja, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Zumindest gute Freunde. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Hübsche Nase hat doch unser lieber Freund Benjamin, nicht wahr? Oh Mann, also hier sind die Leute ja ziemlich freundlich zueinander. Muss ich schon mal sagen, also mit dem Messerschnitt durch die Nase und so, das ist, ja, wahre Menschenliebe. So, oh, Alter, noch einmal und ich schwöre dir, ich schlitz dich auf. Was soll das jetzt gerade werden, Kumpel? Alter. Reden, Sequenz 2, der Soldat, ja, Mission, oh du Scheiße, Mission starten, das kann ja was werden. Okay, okay, ich starte schon. Und jetzt, wie geht's weiter? Ausrufezeichen. Drehender Punkt. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock, wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Oh mein Gott. Wir sind ein neuer Rekrut. Muss das sein, ey? Oh, ja, gut, von mir aus. Wieso nicht, nicht wahr? Es kommen eben nach ein bisschen neuen Informationen. Hallo Himmel? Sonne bleibt gefälligst hier. Mann, geht's noch langsamer. Oh, da wird dann abgeführt. Hallo Kumpel, na, wie geht's? Ja. Ist auch nicht so gesprächig. Was töten? Wer wird getötet? Bitte nicht wir. Ist ein bisschen früh. Wollt ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig.
Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Die beiden kennen sich offenbar, so wie es scheint zumindest. Naja, okay, so haben wir einen Schuss in den Ofen. Lee, wie geht's jetzt weiter? Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Ach nö, muss das sein. Na gut, okay, Patrouille ablenken. Wir schnappen uns nach, oder wie? Ja, klingt ja sehr einfach, oder? Ist gar kein Problem für uns. Wir sind doch Vollprofis. Ach du Scheiße. Wir haben es entdeckt, wa? Wie es aussieht. Wo ist denn der Kumpel hin? Hallo, Lee? Ah, da ist er. Dachte gerade. Wo sollten wir vielleicht auf dem Magen? Nein. Die Bewohner sind zu zufrieden. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. Ja, ist ja sehr interessant, was er da sagt. Gut, auf unser Befehl hin haben wir gesagt, nicht wahr? Die Frage ist bloß, wie mache ich das am besten? Mein Befehl hin, wie soll ich denn das machen? Oh, desynchronisiert entdeckt, tschüss! Was zum... Abgebrochen? Nee, oder? Doch, offenbar schon. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Ich muss also das Signal geben, alles klar. Die Frage ist bloß, wie und wann. Aber wenn ich Glück habe, macht Connor, oder beziehungsweise mein Vorfahrer, ist sogar der Connor, macht er das von alleine. Wie, jetzt muss näher ran? Sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher gegen. Ja, jetzt oder was? Nö, auch nicht. Spannung und Nervenkitzel pur, Freunde, mal sagen. Was? Die Frage ist bloß so. Ach du Scheiße! Puh, war ganz schön knapp. Verfolgen, du bist gut. Gepfiffen, ich hab drauf gepfiffen. Ja, und jetzt ist er vorne, und? Das bringt doch so nichts, das bringt doch nichts. Ich soll doch die ablenken. Weil ich zu nahe komme, klappt es irgendwie nicht, was ja auch logisch ist. Ich gehe ja schon. Hallo, ich bin hier! Oh Mann, ey, ich wollte doch... Okay, wird schwieriger als erwartet. Ja, komm, Wii U, laden ein bisschen schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Was lernt ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Also gut, behalten Sie Ihr Ziel im Auge und dass ihr es bemerkt. Das ist nicht so schwierig, nicht wahr? Trotzdem stand da noch was von 15 Sekunden. Na gut. Mal gucken, die ist da vorne, alles klar. Wir schlagen uns auch dran vorbei, die gehen wohl ganz gemütlich. Aber die Frage ist halt, wenn ich das so mache, dann kann das eine Weile dauern, nicht wahr? Kann ich mir ein Signal geben? Nö. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht
steht das Wasser noch nicht zum Hals. Wir werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Linie zu ernähren. Wenn ihr was braucht, was ich habe, ich finde es für euch. Entschuldigung, Entschuldigung. War keine Absicht. So, Leo, bist du hin? Ah, da ist er. Ja, schön, wie geht's weiter? Ach, mein Zeichen hin, nicht wahr? Achtung, Warnung, Sperrgebiet, wie WTF. Tja, soweit so gut, aber die Frage ist halt, wie gesagt, wie mache ich das am besten, damit der mich nicht entdeckt, aber ich ihn trotzdem fange? Gute Frage, nächste Frage. Na toll, irgendein Signal geben kann, aber auch nochmal was. Jetzt! Okay, hat es gemacht. Ja, und jetzt für uns? Muss ich jetzt nichts mehr machen? Das war alles? Oh Mann, ich habe es mir so schwierig vorgestellt hier und dachte, ich müsste so viel machen. Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Ob das so eine gute Idee war? Oh Mann. Um Braddocks Patrouille zu überfallen. Okay, okay, komm mir schon. So, hier bin ich. Muss ich jetzt irgendwie die noch abmurksen oder was? Mann, Connor, was machst du da? Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Das glaube ich eher weniger. Oh, der Kontroll vibriert. Jetzt lustig. Wer ist mal schon mit Waffe zücken? Alter, hast du es mal Waffe gezückt? Na toll, hab gar keine Waffe dabei, also gar keine richtige zumindest. Bam, 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 boom, boom. Ouch. Die Spitze darf keine Verstärkung rufen, schon vorbei, ja toll. Aua, Mann. Na, wer will nochmal, wer hat noch nicht, du hast noch nicht, was? Boah, gegen so viele, wollen wir verarschen? Ne, wollen sie nicht. Aua, das hat wehgetan. Au, Mann. Alter, so. Mann, nee. Bleibst du bitte mal stehen, Mann. So, das war's. Meine Güte, das gedauert. Aber gar nicht mal so übel. Mit Braddock sprechen. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Schade, ich hätte gerne gehört, was der da hinten noch so von sich gegeben hätte. Na gut. Spielt auch keine Rolle. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben John befreit. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Neue E-Mail erhalten, Systemnachricht, okay. Fortschritt ansehen, ja. Nächste Mission, wie sieht die aus? Wer hier schubst mich? Ihr wollt unbedingt sterben, habe ich recht? Wo ist mein Schwert überhaupt hin? Hallo, was treibt ihr da für eine Scheiße? Moment mal, mir ist plötzlich die Waffe weg. Versteckte Klinge, nimm gefälligst das Schwert. Versteckte Klinge. Ich dachte eben schon, hör, was ist mein Schwert hin? Ja, jetzt ist klar. Na? Ja, ist wieder da, Gott sei Dank. Ich hab nichts gesehen. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, da rein. Gut. Sehr schön, Tür öffnen.
Ist nicht so schwierig. Aber was erwartet uns hier? Almanach. Die Almanach-Seite ist verloren. Könnt ihr später zurück und sie wieder zu... Hä? Ach so, wir könnten hier jetzt fangen können. Ja gut, mal gucken. Wo ist sie überhaupt? Ist sie noch da? Nö. Die Seite ist nicht mehr da. Na gut, ist mir auch egal. Wir gehen wieder rein. Tür öffnen. Wir haben ja sonst nichts zu tun, nicht wahr? Wir können ein bisschen spielen, ein bisschen Mühle spielen. Na, ich weiß, ich weiß. Muss ich hoch? Muss ich da runter? Ich glaube, ich muss hoch. Yep. Coole Mucke, coole Mucke. Naja, was heißt cool? Wohl eher altertümlich, nicht wahr? So, Kumpel, wie sieht's aus? Sequenz 2. Sauf geht, infiltrieren. Ach du Scheiße, Südtor. Na, das kann ja heiter werden. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Und sie wer? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Das verrückteste Team, das die Welt jemals gesehen hat. Alter Schweden, das sag ich als langjähriger Power Ranger-Fan. Naja, wird schon gut gehen. Da ist ja unser Konvoi. Naja, nicht direkt unser, aber das sieht schon schick aus. Charles, das ist in Ordnung. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Das mag ja sein, Kumpel. Nur vergisst du hierbei, dass ich spiele. Die Krone unterstützt die Bildung in den Kolonien. Per königlichem Dekret wurde ein Kingskopf... Naja, wird schon gut gehen, Leute. Drücken, meine Waffe aufzuheben. Ja, welche bloß? Den Konvoi angreifen. Ich habe gar keine Waffe hier. Ah, die hat er gemeint. So, geht doch. Ja, und jetzt? Also muss ich etwa? Hä? Was zur Hölle ist das? Connor, nimmst du bitte die Waffe auf? Bitte entschuldigt. Alter, nimm gefälligst mal die Waffe auf! Jetzt geht's ja. Bringt das in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Ein Leben ist aus! Ja, das ist natürlich super unauffällig gewesen. Aber hey, da oben steht's, Ziel eliminiert. Kann ich mal schneller laden, Alter? Ich ziel doch schon, Leute, ich ziel doch schon! So, nachladen, nachladen, nachladen. Hm, wie sieht's aus? Hast du mal, bist mal fertig, Alter? So jetzt aber. Hat er getroffen? Ich dachte nicht getroffen. Was nützt? Ey, Alter, ich wollte gerade kontern. Habe ich was falsch gemacht? Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort.
Die Frage ist doch bloß, wie viel sein Wort wert ist, Alter. Weißt du etwas über Silas vor? Auf mein Kommando schießt ihr, mhm. Welche Verteidigungen haben sie? Also ganz ehrlich, unter mein Kommando schießt die habe ich, oder auf meinen Befehl hin, habe ich mir was anderes vorgestellt. Naja, Leute, wie es weitergeht hier bei Assassin's Creed, trefft Spuren der Zeit, dann ab der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und, naja, es bleibt spannend, auch wenn ich mich hier teilweise ein bisschen dämlich anstelle noch, aber ich muss sagen, das Spiel hat zum einen Sinn für Humor, aber andererseits ist auch Spannung pur. Wird also noch ziemlich cool werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.